Oh Gott, geh steinig da oben. Ja, komm, 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 mein Kniescheiben fliegt da jetzt raus. Dubai. Wie viele Anzeigen hast du schon in deinem Leben, Champ? Ich schätze 25 bis 30 ungefähr. Ich sage, ich mache nur nach außen hin so hart und dann krieg ich noch die Zähne. Warte, Scheiße. Komm, drück doch mal richtig. Komm, ja, komm, ich zurück. Was? Wo ist dieser verdammte Ticketschalter? Ich schraub den jetzt auseinander hier. Ich brauche Heizdecken auf meine Reifen. Die Reifen muss man vorglühen bei mir, ganz wichtig. Goldtest erst noch machen, hat er gesagt. Goldtest, ne? Du weißt, was der erste Preis bei der Formel 1 ist, ne? Das ist ja ganz klar, dass ich das gewinne. Ne? Ich flasche Champagner, ja. Immer. Wow. Warum bist du da raus? Ich auch keinen Bock mehr, Alter. Keinen Bock mehr. Wollen wir noch eine Runde? Guck mal, nimm's ruhig auf, wenn der zahlt. Das ist so komische Farbe, ist das? Frischhalte Folie hat er sein Geld eingepackt. Das war's. Ich bin fertig. Ich brauche jetzt wirklich was zu saufen. Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Christian! Ich hab doch Blühung dabei. Me wonder, my friend. Me wonder. Morgen, moin, moin, moin. Bist du bereit für deinen großen Tag? Ob ich bereit bin, weiß ich nicht so. In einer Stunde haben wir unseren Sprung. Dann denke ich, was mache ich nur, was mache ich nur? Und dann springe ich raus und dann geht's an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Im Knast. Ja, ich war kurz Zeit geknobelt. Was denn nicht? Ja. Willst du mal Zeit? Willst Zeit, ey. Verrückt. Wer hat nicht mal ein Testament? Ich weiß nicht mal, wer alles kriegt, wenn was schief geht. Automatisch die Frau. Deine letzten Worte? Boah, Adrenalin pur, ich schwöre dir. Kämpfen ist ein geiles Feeling, aber das ist krank, Alter. Wer unser Bodybuilding-Training gesehen hat, der weiß, jetzt krieg ich die Packung zurück, Alter. Kannst du K.O. hauen auf der Warte? Ich kann noch reden dabei, Alter. Ich sehe aus wie ein sterbender Schwarm. Urba. MMA Spirit, Frankfurt, Christian, Eckerle. Christian, was sagst du zum Outfit? Alle, total. Was ist mit dir passiert? Haben Sie sich jetzt in die Luftfahrt eingeschleust oder was? Hallo, hallo. Wo bist du, Milky? Ich liege hier auf Couch. Zieh deine Badehose an, deine Pinke und komm zum See. Ah! Oh, meine Eier. Oh Gott. Hey, oh, Spaß. Was geht, Robert? Wie geht's, Jungs? Ihr wartet schon so schön. Geh rein, auf. Hast zwei Hosen an, Alter. Und die Badehose sogar. Die Badehose haben schon vorgezogen. Rein, Junge! Mach ernst, nicht wie Kindergeburtstag. Und runter. Und atmen. Bleib unten, nicht bewegen. Nicht bewegen. Bleib drinnen! Füße, Kerl! Gut, meine Füße rein. Jetzt bist du wach, hä? Bin ich wach. Was sagst du zum Eisbad? Ja, super, deswegen hab ich mich auch noch nicht umgezogen. Was? Ein bisschen die frische Luft genießen. Ach, Scheiße. Ich glaub, wir müssen nicht. Nein, gib Gas, egal. Wer bremst, verliert. Tschüss, Kamera. Was ist da passiert? Scheiß GoPro ist mir aus der Hand gefallen. Machen wir uns jetzt auf Mission, die GoPro zu suchen. Ich kauf gar keins, kann die holen, ich bin doch nicht verblödet, ey. Guck mir das ganz genau alles von hier an, weil das wird nämlich bös amüsant. Ich hätte erstmal jetzt einen Einlauf gekriegt von dem Kollege da unten. Super Winterschuhe hast. Ich hab dir gesagt, irgendwas wird kommen. Bravo, Ali, du hast ja keine Winterschuhe an. Ach, ist doch egal, Air Force gehen immer. Ich hab dir das gesagt, gib der Frau nichts in die Hand, was sie verlieren kann. Da ist alles zu spät. Die macht noch Schminke, Brille, Handy, wie Frauen halt sind. Boah, aber hier. Ach du Scheiße. Wie das war, Alter. Die Frau gehört gesteinigt da oben. Ich muss pissen wie ein Elch. Lass mal pissen. Frauen, warum die nicht ans Telefon gehen, ne? Weißt du, wie wir ge***t sind? Ja! Hallo! Hallo, tut mir leid, aber ich wäre auch gelaufen. Was ich hier raushole.
Ja, wie soll ich den jetzt noch anziehen? Ja, rein damit. Kälteste Stufe heute. Wir haben extra heute Morgen Eis reingemacht, gell? Ja, normal. Schnee, alles drum und dran. Alles drin. Boah, merkst du die Kälte? Boah, das ist schon brutal. So, 5 Minuten 25. 25 länger wie die andere, ne? Ja, aber Christian, mir ist gerade was aufgefallen. Ja. Dein Eisbad sagt hier 29 Grad. Was für 29 Grad? Das ist doch Ding Außentemperatur. Mäßig. Ich würde euch gerne zeigen, wie warm es ist. Wie kalt es ist, meine ich. Vorsicht, bisschen geholt. Hey! Hey. Es geht alles gut. Sitz! Sitz! Guck, die sind wenigstens ausgebildet hier, die Hunde. Du auch? Ja, ja. Halt! Nein! Komm, mein Kriechstein fliegt gleich raus. Kann man alles reinschmeißen? Alles kannst du reinschmeißen. Hast du nur eine Stufe oder? Du musst, weil dadurch, dass das langsam drehend ist, hast du keine Hitzeentwicklung und die Qualität von dem Saft, also von den Vitaminen und für den Phytonährstoffen leidet nicht. Für die Python-Dingsbums. Phytonährstoffe, genau. Kann man es auch hier reinmachen? Kannst du rein theoretisch auch, ja. Das ist so krass, ja. Du hast sogar zwei so. Ja, Mann, ich kann ganz parallel. Ich habe halt gemerkt, dass ich. Soll ich den direkt wegkippen auf X oder was? Ja. Das schmeckt gut, aber weißt du, was scheiße ist? Der gibt direkt Mandelentzündung, so kalt ist das. Da bist du direkt wieder wach. Ja. Hi, Stefan. Bis dann. Noni! Bist du wieder voll, hä? Bist du wieder besoffen, hä? So, Robert, heute ist welcher Tag mit Aufhören mit Rauchen? Ich glaube, der 10. Tag ist heute. Du hast komplett durchgezogen? Komplett durchgezogen. Aber eins los, Reinhard. Aber eins los, darf ich. Digga! Was ist da los? Sag mir! Der Lichtgärtchen, oder? Jawohl! Was ist denn hier passiert? Kannst du hier den Rallye-Fahrer fragen? Guten Morgen, Robert! Morgen! Was ist denn da hinten beim Auto passiert? Das Auto war geparkt, da ist einer gegengefahren. Sprinter! Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber. Unfall. Sonst, wie läuft's? Immer noch stramm dabei, nicht zu rauchen? Ja. Schreiben Sie bitte Ihren Namen auf den Zettel. Will ich beide Namen. Ich mach nur die, weil das ist ein absolutes No-Go. Und das wissen Sie selber, dass Sie das verlieren. Ich mach 100% auf jeden Fall. Egal was kommt. Ich schwöre, der geht pissen, Alter. Und der kriegt, muss ein Profi Strafe zahlen. Der geht, ich schwöre dir. Und der musste letztes Mal die Tests machen, weil die gedacht haben, der hat Alkohol getrunken oder Drogen, was weiß ich. Kennst du den Test, wenn du die Augen zu machst? Du musst da die Nase. Das war so, ich schwöre dir, war alles so. So. Auf ein Beinchen konnte der nicht. Nach Spaß aus. Ist es auch, macht riesigen Spaß. Man kann, mit so Leuten kann man wirklich nur lernen. Man muss sich einfach seine Schläge auch manchmal abholen. Nimm mal meine Hantel, Mann. Bist du blöd oder was? Räum mal meine Hantel weg. 16 Kilo, oder? Ihr kleinen. Ja, soll ich Papa zeigen, wie es wieder geht? Ja? 16 Kilo nimmt die, Alter. Werdet mal zu Männern irgendwann. Du kriegst auch 20 Kilo mehr als ich. No? Raul, nimm die Rosane, du Schwuli. Die Rosane. 8 Kilo, du Tunte, du Kleine. Die Rosane? Guck schön, dass der Arsch hier angespannt ist. Wechsel, ne? Muss guck hier. Ja, oh. Hey, und hinten raus und vorne raus. Step Aerobic. Ja, das ist geil. Ja, machen wir heute. Echt? Und hier. Jo, Leute, bitte wieder auf die Malediven. Das war Dubai. Schieben wir besser. Die neben mir hat jetzt schon dreimal nicht den Ball getroffen. Das wird mir auch passieren. Da könnte ich das Ding eintreten davon, ich schwöre dir. Ja, Bock mehr. Scheiße da. Gibst du auf? Ja. Komm mit
Kindelchen. Ja, ja, hör auf, das wäre das. Hey, hört auf mit zwei Kindern. Oh mein Gott! Ich bin umgeflogen! Oh mein Gott! So, machen wir es. 10 Minuten anstehen, 10 Sekunden. Puh, ist ganz schön hoch. Das Testament ist schon lange geschrieben. Uhr habe ich auch. Er kann wohin zippern, wo er will. Früher bin ich mit dem ein Riesenrad gefahren von einer ganz normalen Größe. Also nicht mal so ein Mega-Riesenrad, ne? Einfach auf einer Kirmes ein Riesenrad. Da hat er einen Aufstand drin geprobt, als ob wir gleich Selbstmord begehen würden. Wirklich. Der hat da gesessen, kreidebleich, der konnte nicht mehr reden, der war aggressiv. Und jetzt macht er sowas. Also irgendwie. Gut, aber es ist nichts Besonderes. Jetzt bist du hier falsch hingesprungen. Alles für dich, Kindergarten. Nee, ist auch wirklich. Also kein Vergleich. Enjoy the Weave. Enjoy the Weave? Oder the View? Weave. Christian ist 16 Jahre älter als wir und trainiert genau das gleiche Pensum wie wir. Für mich ist es hart, für ihn ist es hart. 16 Jahre, ich weiß nicht, wie 16 Jahre ich mich anfühlen werde. Ich bin jetzt schon kaputt. 36, Alter. Der kleine Fettsack ist hier früher reingelaufen mit Übergewicht und hat immer geguckt, was ich mache. Oh, Christian, oh. So, 21, Alter. Da habe ich viermal am Tag trainiert. Was steht heute an? Was machen wir heute? Wir unterstützen unseren Freund Manuelsen. Was erwartest du dir von dem Kampf? Auf jeden Fall vorzeitig. Christian, was sind das hier für VIP-Plätze? Oh, no. Rumble in the Jungle, Alter. Wir haben doch hier die besten Plätze, Alter. Angeschlagen! Und meine Hose geht zu Boden! Nicht zu fassen! So, wann rauchst du wieder? Wie viele Anzeigen hast du schon in deinem Leben, Champ? Ich würde so schätzen 25 bis 30 ungefähr. Es waren viele Körperverletzungen, Hausfriedensbruch, Landsfriedensbruch. Und diese Waffengeschichten da, wo ich ja verurteilt worden bin. Ist halt so, passiert im Leben. Das ist der Aufzug, oder was? Das ist der Aufzug. Ich piss mir in die Hose, Alter. Piss mir in die Hose. Das Bier treibt. Olli, mach keine Nahaufnahmen, du jetzt. Nach dem vierten Bier ist schwierig. Das ist aber isotonisch. Wie ein Sportler unter uns, oder? Ja. Du bist schon ordentlich betankt, ne? Ich trinke nur isotonisch heute. Alkoholfrei. Kannst du zwei Skinny Bitch zum Mitnehmen und ein Bier zum Mitnehmen? Metzke! Metzke! Hey, Metzke! Das ist der geile Flecki! Einfach allein wird unser Seute siegen. Wie sehr schiebst du deinen Hass 1 bis 10? Jetzt darf keiner quer kommen. Pressekonferenz. Wo hier, oder? Ja, Christian, woran hat es heute gelegen? 10 Jahre verheiratet, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wo sind wir gerade? Da, wo alles angefangen hat, oder? Stimmt. Das kotzt mich an. Maximi, was war das? Liebe auf den ersten Blick? Ja. Warum steht da Christian die Ohr? Was meine Marke. Gut, dass du wenigstens noch damit fahren darfst. Am Ende darf ich mit dem Ding ja auch nicht fahren. Hab ich nochmal einen reingedrückt. Den Bootsführerschein haben sie mir zum Glück nicht abgenommen. Die Frage vorhin gehört, Herr Kalli? Nee. Die Frage war. Am Handy. Wir schon so lange zusammen. Was denkst du? Das weiß ich nicht. Ist nichts Besseres über den Weg gekommen, oder wie? Ja. Ist jetzt noch nichts Besseres gekommen. Wieso sind alle deine Freunde irgendwie? Warum haben die nicht so lange Beziehungen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das muss ja auch passen, menschlich auf einer Höhe zu sein. Dieselben Interessen haben. Gut, das. Da gibt es nicht viele Sport und so, ist ein bisschen schwierig. Die nächste Zahnecke fehlen haben, oder wie? Wo sieht man? Ah, da, ja. Am Schneidzahn. Was passiert? Mit dem Löffel habe ich einen draufgekickt.
Ich sag ja, ich mache ja nur nach außen hin so hart. Zu Hause, aber dann krieg ich noch in die Zähne. Nur noch Bio. Hey, Buddy! Hey, Buddy! Hey! Robert, was hast du falsch gemacht? Gar nichts. Allgemeine Verkehrskontrolle. Allgemein. Das ist aber richtig allgemein. Das ist richtig allgemein hier. Vor dem Ding. Mach doch mal, Mann. Fahr doch mal, Mann, geradeaus, Alter. Bist du hängen geblieben, oder was? Komplett behindert, Alter. Ich schwöre dir. Du sprichst dich komplett dumm, Alter. Ich fahre doch. Hey, was ist denn? Alles gut? Wie geht's, Katzi? Oh, wow. Wir wollten eigentlich mal geben, wo ihr herkommt, so ein bisschen, aber... Hier, Bruder. Von hier kommen wir. Was soll ich dir sagen, Bruder? Von hier kommen wir. Ja, Mann, ja. Immer Haubi abgehauen, Bruder. Schon damals, wo Eltern mich erlaubt haben. Wie heißt der Laden nochmal? Moseleck? Moseleck, natürlich, ja, ja, Bruder. Ja, ja, Legende, Bruder. Ja, ja. Boah, was ich für Abende da erlebt habe, Bruder. Ich will die, ich hab die aus meinem Leben ausgestrahlt, Bruder. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Meine Schießerei. Schießerei, Bruder. Peng, peng, pam, pam. Hast du nicht gehört gerade, Mann? Bam, bam, bum, bing, bang, batz, batz. Hier bei Frankie Steak und Burger. Hoffentlich nimmt er kein Geld heute, der Baba. Dafür habe ich auch schon ein dickes Stück von meiner Seele verkauft an ihm. Ach was? Ist ja mein gerade so, das sollen wir selber kochen, weil wir ins Restaurant gekommen sind. Aber ja, das ist so der neue Stil. Das ist so wie, so man grillt im Kleingarten. Kennst du KGV, Goldstein? So Dings. Hasenzuchtwein. Ich glaube, das hier, dann holen wir das gleiche Ding raus. Jetzt klar, da ist der Grill. Hey, wow. Wir sind im Zentrum Europas, Frankfurt am Main, der berühmteste Spot. Hier Café Barcelona, Helium. Und hier zeigen die jungen Herren ihre Boliden, präsentieren die mit Kickdowns. So, wie viel Newtonmeter wer am meisten hat. Sehr betankt manche, aber egal. Ja, alles ist möglich. Ja, hier. Auf Einzimmerwohnung und Bolide. Nur Salsa-Sauce von Maggi ist da drin. Sehr, sehr wichtig, dass ihr am Ball bleibt, fokussiert und nicht links, rechts abweicht. Ja, weil wenn das Abkürzung passiert. Also keine Abkürzung nehmen, liebe Genossinnen und Genossen. Genossen und Genossinnen. Vor allem in Deutschland zählt eine Sache. Das ist Arbeit und Fleiß. Briefkasten regelmäßig aufmachen und so. Und wenn ihr euren Briefkasten noch im Griff habt, dann seid gemachte Leute. Bruder, wer seinen Briefkasten in Deutschland im Griff hat, ohne gelbe Briefe, der hat keine Kopfschmerzen. Das ist gemachter Mann, Mogul. Nützlich, falls wieder eine Seuche ausbricht. Rüstet vor. Oder automatisch springen oder so, genau. Ja, kann man auch. Auf jeden Fall. Der Robert wollte einfach wieder in die Menge pissen. Eigentlich wie immer. Mann, piss die Wand an. Geht's nicht? Nein, Mann, ich piss doch nicht dahin. Nein, setz dich doch da hin. Das glaube ich doch alles gar nicht mehr. Wie Baywatch haben wir. Gib mal her, du Dummkopf. Vollidiot, Dummkopf. Ja? Wollt ihr den mitnehmen? Der sucht noch ein Zuhause. Hör auf, Tigo. Ich bin dabei, Mann. Tigo, warte mal schneller, Mann. Ja, ja, ja. Wie Christian. Ja, ich habe mich mal heute entschieden. Hier braucht man ja manchmal 2-3 Gerichte, aber heute dann 2 Gerichte, dann den Barbecue-Burger. Ohne Barbecue. Und ein Proteinshake. Barbecue-Burger ohne Barbecue. Ja, genau. Das ist ganz neu, Digga. Für was brauchst du ein Haargummi? Haare? Für meine Geldscheine. Weil die Geldscheine muss ich doch besorgen. Ich laufe einmal wieder mit. Fettsack bleibt hinten. Guck mal, Fettsack! Auf die Plätze! Fertig! Stopp! Eindeutig. Solange das noch geht, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja? Solange ein 21-Jähriger abzieht, ja. Sag mal, 62,3. Vielleicht im Stehen besser. Aber ich muss dazu sagen, weil du jetzt gesagt hast, du blamierst dich, 62 ist nicht schlecht. Ja. Bei meinem schaffe ich immer so 100, 100, 203. Ja, der geht nur bis 90, ich glaube, der ist nicht. Ja? Mhm. 100, 203, ja? Richtig Zaun rein. Stein auf einen. Boah. Alter Schwede. Der hat mein Bodylock zu. Ich hab gedacht,
haut mir die Rippen raus, ey. Aber mach richtig, Robert. Ja, was soll ich da drücken? Ja, du kroatische Hengst. Komm, drück doch mal richtig. Ja, immer auf die Hand gucken beim Drücken, dass du dich nicht verletzt. Ja. Geht nicht. Robert, was sagst du? Ja, das andere Liga, Digga. Das ist doch deine Hände und meine Hände. Im Sommer ist im Wald kälter und im Winter ist es ein bisschen wärmer. So habe ich, hat es unser Lehrer mal gesagt. Aber vielleicht in der Hauptschule denke ich nicht, dass die so auf dem neuesten Stand waren damals. Na gut. Sag mal, was hast du für ein Wetter mitgebracht, Robert? Digga, das sieht aus wie Mitte Dezember. Du hast geschlafen? Ein bisschen. Nacht war kurz? Ja. So kann man es sehen, ja. Angekommen bei Rewe. Weißt du, wann ich mal im Rewe war? Noch nie. Ehrlich jetzt? Du warst noch nie im Rewe? Ich möchte schon einkaufen gehen, oder? Hallo. Deine Meinung zu Rewe? Guten Tag, die haben ja alles. Hallo. Wenig Essen ist scheiße, aber viel Essen ist auch scheiße. Wie lange haben wir noch? 1 Stunde 22. Ich muss mich so beherrschen, dass ich nicht würge hier die ganze Zeit. Ne? Ich bin einfach nur fix und fertig. Du hast mein ganzes Geld genommen, gib mal 10 Euro. Was ist das für eine Idee? Der Hamburger Royalte essen. Was so, Alter, was ist das für eine Scheißdiät? Wir sind das erste Mal am Ballermann. Heute ballert's richtig. Guck, was hab ich hier gesagt? Das ist genau seine Insel hier. Ich bin voll wie eine Eule seit heute Morgen. Olli! Verspätung, aber ich bin da. Was hat denn hier Onkel Tommy mitgebracht heute? Ey, viel Spielzeug, viel Spielzeug. Du musst mir helfen, wirklich. Von allen Seiten, wir müssen alle auf. Das Kamel war sehr wichtig. Ich will den Christian drauf reiten. Check die Bohnenkanone. Hier, guck mal hier. Wasserpistolen, alles dabei. Hat der Tommy einen ganz eigenen Laden? Ich glaube, der hat jetzt leicht angetrunken irgendeinen Shop leer gekauft, würde ich sagen, oder? Hier, Christian, dein Kamel. Endlich. Ich hab drauf gewartet, sehnsüchtig. Aber bitte, steig doch mal wenigstens darauf. Ja, Mann, ich geh jetzt rein. Jetzt langsam gefällst du mir wieder. Hast du überhaupt Bier hier oder irgendwas? Alles. Alles. Ich muss mich erstmal akklimatisieren. Bis später. Scheiß Kamel ist noch nicht eingeritten. Komm mal her, du Sau. Tommy, super Kamel ist das. Jetzt geht die Kamel. Lass mich in Frieden, Mann. Ich schwör's, ich nehm dir sofort wieder die Pistole ab. Was ist denn, was ist hier passiert? Oh, am Steuer ungeheuer, so immer selber. Den habe ich geschossen. Den habe ich geschossen, Tommy. 1965. Schnellste Tier der Welt, oder? Oder ist es nicht so, Olli? Doch. 90, 95 Stundenkilometer schnell? 120 km/h. Wow. Krass. Ist ja fast okay, so schnell wie Christian. Ich fühle mich Disco. Bin so heiß, Disco. Champagner, Tommy, ist zurück. Hey, der ist wieder weg. Back in the room. Jetzt verstehe ich die Leute, warum die so viel saufen hier. Schau nur, dass du dich schämst, Alter. Airport. Lolli, gute Lolli. An die Lolli von die gesehen, was ich angerichtet habe. War schön oder nicht? Ja, du, der hat den besten Manager auf der Welt. Ne? Wenn du 1000 Kilometer mit dem Auto fährst, ja, machst du 100.000 Euro platt. Jetzt kommen wir am Platz. Okay. Komm bitte. Oh, ich scheiß mir in die Hose. Ey, was ist denn das? 1502 PS. Wir haben fast zwei Ferrari 812 gerade auf die Straße gebracht. Tommy, was sagst du zum Gefährt heute? Klein, fein, schnell. Mit Abstand langweiligste Stadion, was ich bis jetzt erlebt habe, und ich war in vielen Stadien auf der Welt. Das ist zum Einschlafen. Siehst du, ich bin komplett müde. Ein Bier hat genauso viel Kalorien wie ein Schnitzel. Drückt genau jetzt auf Pause, abonniert den Kanal, damit ihr ja nichts verpasst, so wie der da.
und viel Spaß beim Weiterschauen. Willst du uns eine lustige, peinliche Story von Christian erzählen aus der Kindheit? Das war eigentlich alles peinlich. Man bräuchte halt Bilder von seinem Haarschnitt. Das muss eigentlich der Welt gezeigt werden, wie der aus wie der rumgelaufen ist. Ich hab für nichts geschämt. Echt nichts. Für die Zukunft, den kannst du hier nichts buchen lassen. Gar nichts, wirklich. Wir gehen jetzt nach Dublin. Sind nicht eingecheckt, nichts. Was für umbuchen? Du hast doch gerade eben selber gesagt, wir sollen auf den nächsten Flug gehen, oder? Soll ich jetzt noch an den Schalter gehen umbuchen oder was? Bin ich ein Depp oder was? Was für pünktlich? Was ist denn pünktlich? Wir haben doch fast eine Stunde. Wer redet denn mit Ihnen, Alter? Mit Ihnen redet doch gar keiner. Ich rede doch mit den jungen Herren, oder? Jetzt ist doch Boarding Beginn. Jetzt fängt doch eins an. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Wir sind Gruppe 4, Alter. Was für Sicherheitskontrolle? Das dauert 5 Minuten. Steht doch in dieser euer drinne. Was für ein Moment, Alter, du Eule. Diese Eule von der Lufthansa, Alter, 3.500 haben wir bezahlt, wir können einfach nicht fliegen. Wo ist dieser Ticketschalter? Ich schraub den jetzt auseinander hier. Wir trinken nicht mehr, wir haben damit aufgehört. Ehrlich, wir müssen uns mal wirklich jetzt am Riemen reißen. Haben wir schon 12? Ich gehe jetzt in diesen polnischen Market da rein, siehst du? Da vorne. Hol ich mir Kurve eine Pivo. Das ist Eiweiß. Vergleich mal die zwei Größen von dem Bier. Ja, wir gucken. Okay, und jetzt vergleich mal ihn und mich. Das stimmt. Außerdem, ich mag nicht so ein Aquarium da trinken. Das wird doch warm, Kurve. Cheers. Hört auf, Alter. Ich hab selber, ich bin jetzt gerade überrascht, aber ich glaube, Daniel beendet seine Karriere hier. Wish you the best. How much you weigh? I fight 170. Come on, let me see on tape, show. I know it's on your phone. Thank you. Love. So, Christian, wir wollten eigentlich nach Hause fahren. Ja. Was ist jetzt hier los? Razzia, wie immer. Das ist Deutschland. Routinekontrolle, so. Irgendwas gefunden? Nein, natürlich nicht. Was sollen die denn finden, Alter? Und was hier außenrum ist, interessiert einfach keine Sau. Also, es ist nicht zu erwarten, dass Herr Eckelin auch in Zukunft erheblich oder wiederholt gegen verkehrs- und strafrechtliche Bestimmungen verstoßen wird. Nach ein Jahr und zehn Tage habe ich meinen Führerschein wieder. Kannst du das überhaupt noch aus? Was kann ich? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße. Kommt er mit den guten Shampoos? Wir sind gleich angetrunken schon. Ich hab zu viel Energy Drink getrunken und den dann angerübst. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich 100%. Warte, wie wär das? Komm her, du kriegst noch. Nein, auch nicht. Weißt du, dieses Ding gleich. Was war das? Gucci-Gürtel und Schuhe oder was war das nochmal? Ich weiß nicht, wem du die Wette gemacht hast. Er wusste ja, der ist auf einmal verschwunden hier. Oh shit! Ab jetzt AB! Ist das ready oder was? Warte, es geht los, oder? Ich muss noch den Alkohol. Hey, lass ihn! Chiri! Hey, wer hat dich manipuliert, Alter? Geh weg von mir, Alter! Was willst du? Was? Was? Hä? Wo ist denn der? Wo bleibt denn der? Guck mal auf die Uhr. 34. Ja, 34. Um 10 Uhr sollte er hier sein. Richtig schlauze Kopf. Sag mal, was machst du denn? Tust du den Hund einschamponieren oder was? Ich fahr jetzt, komm. Ich setz dich rein. Führerschein wieder da und direkt Busfahrer machen, ne? Ich mach Fahrer heute. Nee, das Champ. Champ darf nicht fahren, gut, hast du gesehen. Was bist du? Aber da checkt er. Wir wünschen keine Störungen mehr. Ja, Freunde, wichtig, nicht vergessen eure Proteinzufuhr. Das fertige Isoclear ist perfekt zu mitnehmen auf eurer Fahrt oder wo ihr auch seid. Lasst euch schmecken. Code Champ. Maximaler Rabatt. Christian, sieht gut aus, oder? Thomas, Alter, oder? Total, ja, genau. 1, 2 und jetzt bin ich da. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Das ist krass. Du bist Rhythmus gekommen. Okay, komm. Und da tut es. Ich dachte, okay. Komm. Fang an, komm. Hey, Tommy. 1, 2. Bring Bier, bring 1, Champagner, ich glaube, dann läuft es besser. Mach die Kameras aus, besser. Ich wollte das doch alles gar nicht. Was ist das? Komm, Rhythmus. Okay, jetzt geht los. Jetzt kommen wir mal. So. Schöner Mann.
Alle, das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Ich schwöre, das ist kein Kratzer. Guck mal, guck genau hin. Wenn das kein Kratzer ist, heißt es Fridolin. Fridolin? Wir haben keine Zeit, bis später. Was habe ich da gerade gehört? Deine Frau wusste gar nicht, dass du hier ein Auto geholt hast. Ich bin der Mann im Haus. Jetzt habe ich mir mal was gegönnt und. Wie, was machen wir denn die ganze Scheiße? Das Auto ist jetzt 2 Tage alt. Wir machen eine kleine Testfahrt. Denkt wie ein Brett auf der Straße. Ich bin mit dem Auto wirklich wunschlos glücklich, würde ich sagen. Ich müsste mal überlegen, wann ich letztes Mal mich schon auf den Kampf gefreut habe. Ja? Ja. Hast du dir vor ein paar Jahren vorgestellt, bevor Octagon hierher gekommen ist, dass es in Deutschland so ein großes Event geben würde? Die Frage kam schon oft. Wäre das nicht so gekommen, hätte ich vor 2 Jahren schon aufgehört. Emil, wo sind wir? Bei mir zu Hause. Das will ich auf jeden Fall. Das will ich. Also ich nehme erstmal 20 Nuggets und so ein Doppelpack nehme ich. Sag, wie fühlst du dich? Ja, natürlich. Geht. Aber jetzt haben wir es bald geschafft, von daher ist es gut. Sushi J. Now let's fold. 80.5, 1. Close up. Yes. Good job. Wir haben noch knapp eine Stunde und dann ist rum. Dann gibt es Essen, Trinken und dann ist alles gut. 80 on the money there for Christian Eckelin. This is his first fight back in the year. He called for this fight, he got it, and tomorrow night he will walk out in the biggest event in German MMA history. Eckelin versus Apollo going down tomorrow night. Ich hoffe, dass ich 1-2 Bier trinken kann. Das langt ja für mich, dann bin ich eh besoffen, dann gehe ich nach Hause. Where is Bier? Piva Kurva. What is close? Say for champ, for the champ. Halbes nur, ne? But a little bit headache, is no problem? Daltar, like for my. Halbes lang, weil wenn ich ein ganzes trinke, dann. Gibst du ein Buch, Was steht als nächstes an? Hier, Prost. Als nächstes die Wunden heilen, Wunden lecken und dann geht's weiter. Ich hab gestern was von Stadion gehört. Ja, ich weiß selber nicht ganz genau, aber ich glaube 2024 wird ein großes Jahr. Alles klar.
Hast du das? Ein rotes Auge. Boah, ich bin so tot. Nur hier unten die Nase, ey. Das tut so weh, Wahnsinn. So, die Woche danach ist nicht so schön. Meinst du, wir kommen nach Frankfurt, wenn ich das mache? Weiß ich nicht. Vor einem Jahr war das letzte Training mit Christian. Jetzt hat er mich motiviert. Was steht heute auf dem Trainingsplan? Vollgas. Das letzte Mal habe ich wieder mit Christian trainiert. Mehr, du brauchst noch eben schneller. 15 Sekunden. Komm, letzten 10 Sekunden noch mal eins draufsetzen. Weiter, 3, 2, 1. Gut, hast 8 Runden durchgemacht. Ist okay. Step by step. Das ist krass, wie unsportlich wir sind. Ne? Wir fahren immer jetzt ins Krankenhaus, messen seinen Blutdruck, seinen Puls, kriegt er eine Tablette und dann ist wieder alles gut. So, Freunde, wir sind hier in meinem Wohnzimmer. Wir gucken heute die Eintracht, Conference League. Und ich hoffe, dass wir da irgendwann mal kämpfen. Ich weiß nicht, was drüber ist. Das ist klar, das Bier oder so. Ey, was bist du so breitisch im Deutschland? Ich bin der Deutsche. Ja? Sei nicht so breitisch, guck mal hin. Das schafft er niemals auf Ex. Wenn da der Tommy, der will euch was sagen. Ich werde gerade geschlagen. Jason, bitte, Tommy. Wegen denen, der macht mich fertig heute. Guck, hier sind die Eiswürfel. Können wir uns. Eiswürfel sind korrekt. Bruder, das ist korrekt. Und guck mal. Oh. Nein. Bruder, das ist korrekt. Egal, wir konnten genau. Alter, das ist doch. Wie? Das ist korrekt? Brauchst du Rostzwiebeln? Was für Rostzwiebeln? Das sieht aus wie. Kann man das rauchen? Wir sind doch die größten Idioten, Alter. Weißt du, wie arschkalt das wird? Sag ich jetzt schon. Das ist so kalt. So kalt. Oh! Ich muss die Hose aus, ich weiß, wie kalt die ist. Du Scheiße. Oder du Wichser, du Kleiner. Zeit habe ich komplett vergessen. Aber dafür haben wir unseren Partner Connex, der eins der größten Uhrenplattformen in Deutschland hat, mit weit über 4000 Modellen. Ob gebrauchte, nagelneue oder Vintage-Uhren. Mit dem Code CHAMP bekommt ihr einen geilen Rabatt auf euren Einkauf. Schönen guten Tag. Ja, stimmt, so eine Käsebrezel. Und die 5 Bier. Weil wir sind heute im anonymen Alkoholikergruppe unterwegs. Wir gehen nach Hamburg. Wir haben Weihnachtsfeier mit Jesus heute. Komm ran. Hier, das ist der Mosel auch rein. Da gibt's direkt Zündung, Alter. Ach, die Lappe lag's hier. Siehst gut in Form aus. Ja, Bruder, ich war auch ein bisschen im Knast, Digga. Das ist ja immer so, dass man im Knast ein bisschen trainiert. Und jetzt, mal gucken, wie es läuft. Also, versuch auch mal nächstes Jahr ein bisschen anzugreifen, sporttechnisch. Wer ist denn Hölzchen? Wer noch? Hey, Kassel. Homo Esther. Hey, Esther, wer denn? Ryan. Hey, du? Javier. Ja, Spanisch habe ich auch richtig angegriffen. Aber wieder ein bisschen verlernt, weißt du? Isotonisch und auch Medizin. Auf die gegangen sind, aber keiner geht so ganz. Nachschub ist gesorgt, Munition ist da! Ich komm auf die Bühne, trau dich einfach nach oben, Alter. Hallo, LFPD, sächsische Meister. Wir brauchen Zug. Lass uns hier raus, Digga. Der Adler sitzt hier die ganze Zeit mit dem Handy. Hallo! Der ist unrechenbar. Hol den jetzt hier raus. Hol den jetzt hier raus, Digga. Was? Halt deine Fresse, bevor ich. 66-62, komm bitte. Willkommen. Wenn du das in Frankfurt machst, die sagen: Verpiss dich hier, du. Der Automat wird geboxt, Alter. Heute geht's ab. Du darfst es eigentlich. Jägermeister Time. Ich trinke nur Wasser. Feuer, ich komme am Napfel!
Langsam, aber langsam. Gefällt's dir wieder? Hey. 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 Der Weihnachtsmann. Wir haben richtig reingehauen, richtig. Ja. Richtig reingehauen. So einen Anblick siehst du nicht oft, gell? Sag mal ehrlich. Tommy, was kaufst du dir heute? Nee, was kaufe ich mir heute? Wir hatten euch zwei ganzes Jahr unterstützt. Heute ist mein Tag, was kauft ihr mir? So, Tommy, vor langer Zeit habe ich Tommy kennengelernt und ihm mein Halsband verpasst mit Leine. Ey, ich bin komplett verblüht, ich bin komplett in diesem Spiel drin, ne, Tommy? Du bist richtig, ey, richtig verblüht. Man muss ja mal sagen, viele Leute feiern Tommy. Er ist eine Riesenbereicherung für unseren Kanal. Muss man alles zugeben. Jetzt hat zwar einen Igel in der Tasche, gibt nicht so gerne Geld aus, aber gut, damit muss man leben. Aber trotzdem hat er einen großen Anteil an unserem Erfolg. Vielen Dank, Tommy, bitte schön, für deine Unterstützung, bitte schön, auch wenn es nicht finanziell ist.